Wenn wir den Namen Walt Disney hören, denken wir automatisch an tapfere Helden unserer Kindheit zurück. Durch sie haben wir gelernt zu teilen, zu vergeben, zu vertrauen und Freunden aus der Not zu helfen. Die schönen Disney-Filme, oftmals von traurigen Episoden geprägt und doch immer mit einem Happy End. Walt Disney. Ein Konzern, der vor allem Filme und Serien produziert und heutzutage einen Umsatz von über 80 Milliarden US-Dollar macht. Angefangen hat alles in einer gewöhnlichen Garage. Und es ist lange nicht so gelaufen, wie es nach außen hin scheint. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, Disney sitzt auf einem Berg Schulden in Höhe von 103 Milliarden Dollar. Trotzdem ist seine Entstehungsgeschichte eine ganz besondere. 21. Dezember 1937. Der Tag, an dem der erste Animationsfilm Schneewittchen und die sieben Zwerge seine Premiere im amerikanischen Kino hat. Zu Besuch berühmte Persönlichkeiten und reiche Geschäftsleute. Die Lichter gehen aus, die Audience nimmt Platz, es wird ruhig im Kinosaal, der Film läuft an. Den Zuschauern wird sofort klar, dies ist der Beginn einer aufregenden Reise in die fantastische Gefühlswelt der Animationsfilme. Das beklemmende Empfinden beim Anblick der bösen Königin, das mitreißende Lachen der lustigen Zwerge, das Mitleid für das arme, bildhübsche und hilflose Mädchen. Schneewittchen war ein voller Erfolg. Und es war bei weitem nicht der einzige Disney-Film, der die Herzen der Menschen über die Jahre eroberte. Wer aber waren die Macher dieses Meisterwerks? Wie wurde Walt Disney zu dem, wie wir es heute kennen? Leider hat der Glimmer auch in dieser Geschichte seine dunklen Seiten. Der Filmproduzent war in der Vergangenheit in mehrere Skandale, düstere Machenschaften und grauenvolle Aufdeckungen verwickelt. Die dunklen Seiten von Mr. Mickey Mouse und seinem Imperium. Pornografische Darstellungen in Kinderfilmen, Rassismus, Sexismus, Narzissmus und 40 Kindesmissbrauchsfälle im Disneyland. Denn wo Kinder sind, da sind auch Kinderschänder. Aber wie um alles in der Welt konnte dieser erfolgreiche Konzern innerhalb von 100 Jahren zum Friedhof der Kuscheltiere werden? Und wie schaffte Disney es, trotz der skandalösen Vergangenheitsgeschichte seinen Umsatz auf das Dreifache zu erhöhen? Was du heute über das glitzernde Walt Disney erfahren wirst, wird deine kindliche Welt komplett auf den Kopf stellen und dir zeigen, dass auch du in gewisser Weise ein unschuldiges Opfer der dunklen Machenschaften wurdest. Bevor wir dich aber mitnehmen in die Entstehung von Bambi, Ariel und Co., kannst du uns mit einem Like oder Kommentar dabei unterstützen, auch weiterhin imponierende Entstehungsgeschichten und deren düstere Geheimnisse für dich aufzudecken. Bist du bereit für eine Reise in deine Kindheit, die schöne Erinnerungen und gleichzeitig die schlimmsten Albträume in dir wecken wird? Dann fangen wir am besten mit dem Mann an, der mit seinem Talent und seiner Hingabe unser aller Leben stark beeinflusste. Der 5. Dezember 1901, ein Wintertag wie jeder andere in Chicago. Kalt, trüb und ungemütlich. Eine irische Migrantenfamilie hat sich dort Ende der 1800er Jahre mit der Hoffnung auf ein besseres Leben niedergelassen. Die Frau, eine einfache Lehrerin, bekommt einen kleinen Sohn, Walter Elias Disney, uns allen besser bekannt als Walt Disney, der uns mit seinen Zeichnungen märchenhafte Stunden bescheren wird und dessen Disney-Filme bei genauerem Hinsehen allen das Blut in den Adern gefrieren lassen. Warum? In den Filmen tauchen immer wieder obszöne und sicherlich nicht jugendfreie Szenen auf. Ein Märchen, das zum Albtraum wurde. Walts Kindheit war ebenso alles andere als märchenhaft. Sein strenger Vater Elias, ein Bauarbeiter, ließ die schlechten Launen täglich an Walt aus. Er verprügelte ihn regelmäßig, da er von seinem Sohn Ernsthaftigkeit und harte Arbeit erwartete. Diese körperliche Gewalt kann durchaus der Grund für Walts kontroversen Charakter sein. Aber damit werden wir uns später ausführlicher beschäftigen.
Sein Talent für das Zeichnen entdeckte Walt schon früh. Im Alter von 8 Jahren zeichnete er sein erstes Werk. Er und sein Bruder Roy liebten Filme und Theater so sehr, dass sie ihr komplettes Taschengeld für Kinokarten der Charlie Chaplin-Serie ausgaben. Walt sah damals schon, dass lustige Sketche und Kurzfilme ein lukratives Geschäft werden können und den Menschen gefielen. Er wusste nicht genau, was es war. Wie eine Sucht trieb ihn der Eifer nach Kunst und Zeichnen immer weiter voran. Er begann, Kunstkurse zu besuchen und flüchtete sich in die heile Welt des Malens. Eine Welt, die er von zu Hause nicht kannte. Weil er eines Tages keine Stifte und kein Papier hatte, zeichnete er kurzerhand ein Bild an die Hauswand des Elternhauses. Die gewalttätige Bestrafung, die er dafür erhielt, hinderte ihn nicht daran, sein Talent auszuleben. Doch die Schläge seines Vaters machten ihm an diesem Tag bewusst, dass er Geld verdienen musste, um Stifte und Papier kaufen zu können. Und so begann der damals 12-Jährige damit, am frühen Morgen Zeitungen auszutragen. Die Familie Disney zog viele Male um. Und jedes Mal wurde Walt aus seinem gewohnten Umfeld gerissen und erlebte, neben der körperlichen Brutalität seines Vaters, gnadenlose Instabilität. Vielleicht wird er deswegen als narzisstischer und kontrollsüchtiger Charakter beschrieben. Und in Walts Vergangenheit gibt es noch weitere düstere Geheimnisse. Als er 7 Jahre alt war, wünschte er sich aus der Verzweiflung der Einsamkeit und Vernachlässigung heraus ein Haustier. Dieser Wunsch wurde erfüllt, als er eines Nachts im Garten eine schläfrige Eule fand und in sein Zimmer mitnahm. Am nächsten Morgen jedoch attackierte das Tier ihn plötzlich und in Todesangst oder Wut trampelte er es zu Tode. Jahre später sagte er dazu: "Es scheint, dass ich wegen dieser Eule eine Vorliebe für Tiere entdeckte." Eine kontroverse Aussage, oder? 28. Juli 1914 in Kansas City. Walt ist gerade mal 16 Jahre alt. An diesem Tag beginnt der Erste Weltkrieg, nachdem Österreich-Ungarn den Serben nach vorangegangenen Konflikten den Krieg erklärte. Mit an der Front ist Amerika. Walt schreibt sich beim Militär ein, um dem Beispiel seines älteren Bruders Roy zu folgen. Dort wird er jedoch als zu jung abgewiesen und kehrt frustriert nach Hause zurück. Ein Jahr später versucht er es wieder. Er lügt wegen seines Alters und wird endlich aufgenommen. Walt reist nach Frankreich, wo er als Fahrer für das Rote Kreuz dient. In seinem Lager trifft er einen Mann, der uns allen bekannt ist und der das Fastfood-Restaurant McDonald's zu dem machte, was es heute ist: Ray Kroc. Die beiden haben vieles gemeinsam. Als andere junge Männer feiern gehen und Spaß haben, sitzen Ray, ein verbissener Visionär, und Walt, ein leidenschaftlicher Künstler, im Lager und visionieren gemeinsam über ihre Zukunftspläne. Kurze Zeit später erzählt ein junger Soldat Walt von der Idee, deutsche Soldatenhelme von der Front zu bringen und sie an amerikanische Soldaten als Souvenir zu verkaufen. Die patronensicheren Helme der deutschen Scharfschützen waren die besten, doch sie waren rar. Da hatte er einen fantastischen und gleichzeitig betrügerischen Einfall. Walt sammelte normale Helme und bemalte diese so, dass sie wie Scharfschützenhelme aussahen. Ein Loch, das als Einschussloch präpariert wurde, und etwas rote Farbe, die als Blut diente, und schon war aus einem gewöhnlichen Helm ein deutscher Scharfschützenhelm geworden und ließ sich teuer verkaufen. Seltsamerweise schien der Militärdienst Walt eine gewisse Befriedung zu geben, denn er schlug im Zweiten Weltkrieg einem seiner Angestellten vor, an dessen Stelle in den Krieg nach Europa zu ziehen. Europa und besonders das Dritte Reich und dessen Nazi-Regime hatten ihn immer schon interessiert. Wie dem auch sei, daraus wurde nichts, und nach zahlreichen Nebenjobs, die Walt in seiner Vergangenheit gemacht hatte, wurde er schließlich 1919 Art Director eines Werbestudios in Kansas City, in welchem er seine ersten Werbekurzfilme produzierte. Zu dieser Zeit traf er einen wichtigen Mann in der Disney-Geschichte: Ab Iwerks, eigentlich Ubbe Iwerks, dessen Name vom Ostfriesischen abstammt und dessen Vater 1869 nach Amerika eingewandert war. Wer war dieser mysteriöse Ab? Er sollte sich später als Retter der Disney-Filmstudios erweisen. Da Walt zu dieser Zeit immer noch besessen von handgezeichneten Animationsfilmen war, erzählte er Ab von seiner Vision.
Dieser war ein spontaner Mann, der sich gern neuen Herausforderungen stellte und willigte ein, mit Walt und dessen Bruder Roy ein Studio mit dem Namen Love O'Gram Studio zu eröffnen. Zusammen wollten sie der Welt beweisen, dass animierte Filme einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft verdienen und arbeiteten hart dafür. Drei Kurzfilme produzierten sie, doch der ersehnte Erfolg blieb aus und das Studio steckte in einer schwierigen Situation. In dieser harten Zeit beginnt Walt mit der Produktion von Alice im Wunderland. Ein verzweifelter, letzter Versuch wahrscheinlich, um der grausamen Realität zu entfliehen. Doch Kansas City war nicht bereit für derartige Veränderungen. Die Menschen sahen keinen Sinn in Filmen, in denen kleine Mädchen in eine Zauberwelt fliehen und einem sprechenden Kaninchen oder einer Grinsekatze folgen. Der Film war ein Flop und Walts Studio ging bankrott. Jeden anderen hätte dieser Rückschlag unter Umständen völlig aus der Bahn geworfen, aber nicht Walt. Er beschloss, nicht aufzugeben und zog mit seiner Familie und leeren Hosentaschen weiter nach Hollywood. Ab, der mittlerweile zu einem treuen Begleiter von Walt geworden war, zog kurze Zeit darauf nach und da Walt, Ab und Roy schon einmal den Traum vom eigenen Studio aufblühen ließen, eröffneten sie das Disney Cartoon Studio. Stell dir vor, das erste Zimmer dieses Studios war nichts weiter als eine gewöhnliche Garage. Und doch schafften die drei es, am 1. März 1924 den ersten Trickfilm Alice Tag am Meer zu präsentieren. Kurze Zeit später interessierte sich die New Yorker Filmvermietung M.J. Winkler für die Alice-Filme und bot Walt $1,500 pro Filmrolle an. Er wusste, dass dies seine Chance war und nahm das Angebot dankend an. Der Stress und Druck, der daraufhin auf den Männern lastete, sollte ihren Zusammenhalt auf eine harte Probe stellen. Immer wieder kam es zu Streitereien zwischen den Disney-Brüdern und auch bei Up begann sich Frustration breit zu machen. Was wir alle nämlich nicht wissen ist, dass Mickey Mouse nicht der erste Cartoon-Charakter Disneys war und Walt nicht sein Erfinder. Wir alle verbinden Walt mit der Entstehung von Mickey Mouse, richtig? Leider aber war es gar nicht er gewesen, der die Comicfigur geschaffen hatte, sondern sein Geschäftspartner und Freund Ab. In den 1920er Jahren arbeitete Ab rund um die Uhr, da er an Walts Vision glaubte. Doch dafür bekam er keinen Extraverdienst. Im Gegenteil, Walt präsentierte sich selbst als den klugen Kopf, der die weltbekannte Maus ins Leben rief. Ab begann sich gegen die ungerechte Behandlung aufzulehnen und die Streitereien zwischen den drei Männern wurden immer häufiger. Die Lage des gemeinsamen Studios war festgefahren, doch dann hatte Ab eine grandiose Idee, mit der er alles retten wollte. Und das tat er auch. Er produzierte 1928 den ersten Sketch mit Mickey Mouse namens Steamboat Willie. Walt gab Mickey eine Stimme und einen Charakter dazu und die Veröffentlichung dieses Kurzfilms schlug ein wie eine Bombe. Das Disney Cartoon Studio war gerettet. Die Jahre der Herausforderung, des Kampfes und des Durchhaltevermögens schienen sich für Walt endlich auszuzahlen. Auch in seinem Privatleben lief es prächtig. 1925 heiratete Walt seine damalige Assistentin Lillian Bounce, die ihm das Glück und die Aufmerksamkeit schenkte, die er von seinem Vater so sehr vermisst hatte. Walt lernte sie ein Jahr zuvor kennen, als er nach einer Angestellten suchte, die für das Mischen der Farben verantwortlich war. Kathleen, die bereits als Tinten- und Farbenmädchen für ihn arbeitete, ging nach Hause und erzählte ihrer Freundin Lillian: »Ich habe einen Job für dich.« Lillian brauchte eine Anstellung und beschloss, sich dort zu bewerben. Sie ging zum Studio, öffnete die Tür und sah Walt vor sich. Seltsam gekleidet für einen Boss in einem braunen Mantel, Hose und Hut. Er bot ihr die Stelle für $15 die Woche und sie nahm an. Jeden Tag brachte Walt sie nun mit dem Auto nach Hause, obwohl dieses nur wenige Minuten vom Studio entfernt war. Eine Liebesgeschichte beginnt. Doch als es an der Zeit war, ihre Eltern zu treffen, stand Walt vor einem großen Problem. Er hatte nichts Passendes anzuziehen und so sparte er wochenlang, um sich schließlich für $35 einen Anzug zu leisten. Nun konnte er sich bei ihr zu Hause blicken lassen.
Er sah einfach unglaublich gut aus und beeindruckte Lillians Eltern auf Anhieb. Lillian war eine fantastische Frau, die ihn bei all seinen Vorhaben unterstützte und all die Jahre an seiner Seite stand. Genau hier sollten wir jedoch einen wichtigen Punkt über Walts Charakter erwähnen. Der gute Walt wird nämlich des Öfteren des Sexismus beschuldigt. Du fragst dich jetzt, woher kommen diese Anschuldigungen? Nun, mit dem Ruhm und Reichtum kam auch ein anderes Gesicht zum Vorschein und nach einigen Oscars, die er nicht bekommen hatte, nahm er Lillian nicht mehr zu dieser Zeremonie mit, da er nicht ausschließen konnte, dass sie ihn verhexte. Schließlich war sie eine Frau. Seinen Töchtern verbot er, seine Trickfilme anzuschauen, da er befürchtete, dass sie nicht laut genug darüber lachen und den Erfolg somit negativ beeinflussen könnten. Doch nicht nur in seinem Privatleben erkannte man damals seltsame Charakterzüge. Auch in seinem Studio hatten Frauen mit Walts Sexismus zu kämpfen. So verbot er zum Beispiel die Anstellung von Frauen, weil er Angst hatte, sie könnten in einer entscheidenden Zeit schwanger werden und ihre Arbeit nicht rechtzeitig erledigen. Außerdem ließ er es nicht zu, weibliche Zeichnerinnen anzustellen, da diese als Frauen nicht in der Lage waren, genug Leidenschaft in die Bilder einfließen zu lassen. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann die Mickey-Mania-Zeit. Egal, ob groß oder klein, alle liebten diese Maus mit der lustigen Stimme und dem viel zu großen Kopf. Walt wurde bewusst, dass dieser Boom eine Marketingchance darstellte und er handelte sofort. Er versuchte die Maus auf alle möglichen Produkte, wie Kinderuhren und T-Shirts drucken zu lassen. Heutzutage ist Mickey Mouse und Co. auf 5000 Produkten zu finden. Es scheint also, Walt war erfolgreich, oder? Ziemlich schnell begann das Studio, Spielzeug herzustellen, das den Disney-Charakteren ähnlich war. Der Beginn der goldenen Jahre für den Filmproduzenten. Das Disney Cartoon Studio produzierte nicht nur Trickfilme. Schon bald würden sie versuchen, mit allem Möglichen Geld zu machen und wie ein Raubtier andere Studios zu übernehmen, um Konkurrenten einfach auszulöschen. Öfter handelte es in Disney-Filmen von Geld und Geiz, wie zum Beispiel Dagobert Duck, der geizige Millionär von Entenhausen, oder Ebenezer Scrooge, der als Geizkragen und Weihnachtskritiker in der Weihnachtsgeschichte ein ganzes Dorf in Schrecken versetzte. Es ist offensichtlich, dass Walts Figuren immer ein wenig sein eigenes Leben und seine Charakterzüge ausdrückten. Sie kämpfen gegen das Böse, sind Helden unserer Kindheit, immer mutig und bereit, sich der Herausforderung der Fremde zu stellen, mit einem Ende, das fast ausschließlich gut ausgeht. Als Walt 1932 den ersten Oscar für Flowers and Trees erhält, war das erst der Anfang einer langen Reise durch die Welt der Auszeichnungen. Insgesamt bekam er bis 1969 18 Oscars. Die faszinierende Art seiner Comic-Darstellungen, die Gefühle, die seine Filme in den Menschen erwecken, die Geschichten, die darin erzählt werden, all das war so besonders in einer Zeit, in welcher der Krieg gerade beendet war und die Leute sich nach bunten Fantasiewelten sehnten. Und Walt hatte dieses Talent. Das ließ ein Bild von einer guten und außergewöhnlichen Person entstehen. Aber ein Blick hinter die Kulissen zeigt, dass er nicht immer diese vorbildhafte Person war. Er war Kettenraucher und nahe am Alkoholismus. Wenden wir uns wieder seinem Geschäftssinn zu. Sehen wir, dass er trotz des großen Erfolges zu jener Zeit keine Ruhe hatte. Er wollte den Menschen zeigen, zu was Animation in der Lage war, zu was er in der Lage war. Am Anfang unserer Geschichte haben wir heute von dem Durchbruch des Films Schneewittchen erzählt. Mit diesem Film zeigte Walt, was er wirklich drauf hatte. Seine Angestellten nannten es Walts Wahnsinn. Warum? Walt schien besessen zu sein von der Erschaffung von Schneewittchen. Doch ihm war klar, dass die Existenz und die Zukunft seines Studios von dieser Premiere abhängig war. Sie musste einen unvergesslichen Überraschungseffekt haben. Und das hatte sie auch. Am Ende der Vorstellung standen die reichsten und berühmtesten Geschäftsleute auf, um zu applaudieren. In den Zeitungen war Disney mit Schneewittchen auf jeder Titelseite und Walts harte Arbeit hatte sich ausgezahlt. 3 Jahre lang hatten 570 Zeichner an dem Meisterwerk gearbeitet. Nur eine Minute, in der die 7 Zwerge Schneewittchen im Haus entdecken, benötigte die Arbeit von 5 Zeichnern und die Zeit
von 6 Monaten. Ein verdienter Erfolg für Walt. Disney wirbt überall mit glücklichen Kindern. Doch leider gibt es grausame Widersprüche zwischen diesem süßen Bild und dem Disney Cartoon Studio. Wir haben Walt nun als eine etwas groteske Person kennengelernt. Was er auf jeden Fall war, ein Kämpfer. Er hatte es geschafft, seinen Lebenstraum trotz aller Hürden und Hindernisse zu erfüllen. Und Anfang der 1930er Jahre lief es ausgezeichnet für ihn. Er wurde der Vater des Walt Disney Studios. Für seine Angestellten war er mehr ein Freund als ein Vorgesetzter. Er wollte nie der typische Boss sein, der ständig in seinem Chefsessel sitzt und keine Nähe zu seinen Arbeitern zeigt. Walt ging mit ihnen Baseball spielen, errichtete ihnen ein hauseigenes Fitnessstudio mit Sauna und hatte immer ein offenes Ohr für ihre Probleme. Der Traum für jeden Angestellten wäre sicherlich auch so weitergeträumt worden, wenn nicht eine Reihe von Tragödien vom Himmel gefallen wären. Ein finsterer Tag in Walts Leben ist ein Tag im Jahre 1938. Seine Mutter kocht das Mittagessen, legt sich hin und schläft ein. Sie lebt in einem Haus, das Walt persönlich für seine Eltern gebaut hatte. Der Tod kommt schleichend. Die Gasleitungen in der Küche haben ein Leck. Unmengen von Gas strömen in die Räume, auch in das Schlafzimmer, in dem Walts Mutter ihren Mittagsschlaf hält. Die Frau wird nie mehr erwachen. Ihren Sohn trifft die Nachricht über ihren Tod wie ein Schlag ins Gesicht. Er macht sich Vorwürfe, schließlich war er es, der dieses Haus bauen ließ. Auch sein Vater, der noch versucht hatte, seine Frau zu retten, verliert nach diesem Schicksalsschlag beinahe jeden Lebensmut. Unter Umständen gibt es Verbindungen zwischen diesem schrecklichen Unglück und den sterbenden Müttern in Filmen wie Bambi. Ein weiterer Rückschlag in Walts Geschichte kam mit dem Zweiten Weltkrieg. Der Druck, der vom Militär ausging, aus jedem Studio eine Art Fabrik zu machen, beschränkte ihn knallhart in seinem menschlichen Handeln. Jetzt gab es eine klare Hierarchie. Walts Angestellte wurden in Sektoren eingeteilt und es gab plötzlich klare Grenzen zwischen den normalen Arbeitern und der Elite. Obwohl die normalen Angestellten die härteste und meiste Arbeit machten, zahlte Walt nicht viel und begann zu denken, dass Zeichnen Spaß machen sollte und Geld nur zweitrangig ist. Besonders sein Geld. Diejenigen, die nicht der Elite angehörten, bekamen nur $12 die Woche, obwohl die nationale Mindestgrenze bereits $15 pro Woche betrug. Das Ergebnis? Ein Streik. Walt wurde zu jener Zeit genau der Boss, der er nie sein wollte. Einer, der seine Angestellten missverstand. In einer Rede an seine Angestellten sagte er ihnen: "Wenn ihr nicht vorankommt, wie ihr wollt, dann tut etwas dagegen." Und sie taten auch etwas. Allerdings nicht das, was Walt erwartet hatte. Er wiegte sich in Sicherheit. Schließlich hatte er zu vielen ein freundschaftliches Verhältnis. Doch als er einen Angestellten in Wut kündigte, verließ die Hälfte der Zeichner das Disney Cartoon Studio. Unter ihnen auch David Silverman, ein langjähriger Freund. Walt, geblendet von Zorn und Enttäuschung, verhandelt nicht und sieht sich im Recht. David Silverman ist deshalb so interessant für unsere Geschichte, weil er nach dem Ausscheiden bei Walt Disney sein eigenes Studio eröffnet und rund um die Uhr daran arbeitet, was seinem enttäuschten Freund den Rest gibt. Walt wurde depressiv, vernachlässigte seinen Traum, sein Studio, und drohte damit, nach Südafrika auszuwandern. Es war sein Bruder Roy, der den Arbeiterkonflikt löste. Wie? Ganz einfach. Er hatte ein offenes Ohr für die Anforderungen der Angestellten, ließ mit sich verhandeln und gab ihnen ihre Rechte. Dieser Schritt machte ihn zum CEO des Unternehmens, da er Führungsqualitäten bewiesen hatte. So geschah es, dass, als 1950 der Film Aschenputtel veröffentlicht wurde, der dem Unternehmen zu weltweitem Erfolg verhalf, Walt bereits jegliches Interesse am Produzieren von Filmen verloren hatte. Er wandte sich nun einem anderen Traum zu, ein Traum, der Fluch und Segen gleichzeitig sein wird. Als ich mit meinen Töchtern in einem Park war, auf einer Bank saß und meine Erdnüsse knabberte, kam mir plötzlich diese Idee, dass man etwas Großes bauen musste, wo Kinder mit den Eltern zusammen Spaß haben können. Walt Elias Disney.
1950. Walt, der Kinder liebte und immer noch gekränkt von dem Verlust der guten Beziehung zu seinen Angestellten war, konzentrierte sich nun auf einen neuen Traum. Er bot in seinem Garten Fahrten mit Modelleisenbahnen für Kinder an. Jeden Tag stand er da und sah die glücklichen Kinderaugen strahlen. Das erinnerte ihn an den Tag, als er mit seinen beiden Töchtern in einem Park saß und darüber sinnierte, etwas Großes zu bauen, in dem Kinder mit den Eltern zusammen Spaß haben konnten. Sein Bruder Roy, der zu der Zeit CEO bei Walt Disney Productions war, stand Walts Idee, einen Freizeitpark zu eröffnen, skeptisch gegenüber. Auch seine Frau Lillian, die sonst immer hinter seinen Plänen stand, sagte: »Warum würdest du das wollen? Freizeitparks sind schmutzig und gefährlich.« Walt antwortete nur: »Das ist es. Meiner wird so nicht sein.« Seine Worte überzeugten Roy und er versprach ihm, Geld für die Recherche zu sparen. Auch Lillian kannte ihren Mann nur zu gut. Sie wusste, er war hartnäckig genug, um sich seine Träume zu erfüllen. Doch so einfach, wie Walt sich das vorgestellt hatte, war es leider nicht. Denn die Stadt erteilte ihm eine Absage, diesen 340.000 Quadratmeter Park zu bauen. Und so entschied er sich, nach einem anderen passenden Platz zu suchen. Um den Plan für Bankiers, von denen Walt Kredite benötigen würde, zu visualisieren, bat er einen seiner besten Zeichner, Herb Ryman, diesen Parkplan übers Wochenende fertigzustellen. Herb sagte: »Nein, ich möchte dich oder mich nicht blamieren.« Walt stand in der Ecke des Studios, drehte sich zu ihm um und fragte: »Wirst du es tun, wenn ich hier bei dir bleibe?« Herb wusste, dass Walt ein sehr unnachgiebiger Mann war und stimmte schließlich zu. Beide Männer arbeiteten das ganze Wochenende, um den ersten Plan des Parks fertigzustellen, den Walt später Disneyland nennen wird. Roy sagte ihm derzeit $10.000 zu, um die Recherche und den Ausbau des Parks zu unterstützen. Doch als Walt mehr Geld brauchte, schlug ihm sein Bruder vor, eine private Firma zu gründen, um wöchentliche Spenden von ihm erhalten zu können. Daraufhin gründete Walt Redlaw Enterprises, sein Vorname Walter rückwärts buchstabiert, und womit er wöchentlich $3.000 erhielt. Obwohl Roy in der Lage gewesen war, einige finanzielle Hilfen von Banken wie der Bank of America zu bekommen, reichte es immer noch nicht dafür, Walts Traum zu verwirklichen. Also bot Walt verschiedenen Fernsehstudios an, seinen Traum zu unterstützen, und im Gegenzug würde er in einer TV-Serie auftreten, die er einfach Disneyland nannte. Fernsehproduzenten wie ABC Network waren damals auf der Suche nach Werbemöglichkeiten, um bekannter zu werden, und nahmen das Angebot an. Leider waren auch diese gesponserten Summen nicht mal annähernd genug. So nahm Walt schließlich $50.000 aus seiner Lebensversicherung und verkaufte sein Palm Springs Urlaubshaus. Als seine Frau Lillian herausfand, dass er bereits $100.000 ihres gemeinsamen Kapitals für seinen Traum ausgegeben hatte, war sie rasend vor Wut. Natürlich führte das zu Konflikten, aber Lillian verstand, wie wichtig dieser Traum für Walt war und vertraute in seinen Geschäftssinn. Durch aufwendige Recherchen fand Walt endlich ein 200 Hektar großes Land in der Nähe von Kalifornien. Er fuhr zu den Farmern, die ihr Land verkaufen wollten. Einer dieser Farmer, Dominguez, stimmte dem Verkauf zu, unter einer einzigen Voraussetzung. Jahre zuvor hatte er zwei Dattelpalmen auf seinem Land gepflanzt, welche ihm nostalgische Erinnerungsschätze waren. Er nahm Walt das Versprechen ab, diese Palmen nicht zu fällen. Walt, sentimental wie er war, gab ihm sein Ehrenwort und kaufte das Land. Ein Versprechen, das bis heute überlebt hat, da diese zwei Dattelpalmen nun im Jungle Cruise stehen. Disneyland war nun mit einem Betrag von $17 Millionen gegründet und fast niemand, der involviert war, war überzeugt davon, dass diese Idee ein Erfolg werden würde. Am 21. Juli 1954 begannen die Bauarbeiten für Disneyland. Da die Auswahl an tropischen Bäumen in den USA gering war, musste Walts Bauherr Bill Evans auf der ganzen Welt herumfliegen, um diese außergewöhnlichen Pflanzen für den Park zu organisieren. Manchmal ging es so weit, dass er Samen von exotischen Pflanzen in seinen Socken in die USA schmuggeln musste. Die Anfänge waren schwer. Niemand glaubte an den Erfolg von Walts Traum
und so fanden sich keine Sponsoren. Eines Tages stimmte die Swift Meat Packing Company zu, einen Sponsoring-Vertrag zu unterzeichnen und öffnete die Tür für weitere 40 Sponsoren. Stück für Stück, Haus für Haus wuchs Disneyland weiter. Und Walt hatte einen strikten Plan einzuhalten. Am 17. Juli 1955 musste der Bau beendet und die Tore für Besucher geöffnet sein, koste es, was es wolle. Alles, was die Disneys die letzten 27 Jahre erreicht und gewonnen hatten, war im Disneyland versunken. Und das, obwohl nicht mal sicher war, dass es funktionieren würde. Mit so wenig Zeit und Geld, um den Park fertigzustellen, musste Walt improvisieren. Viele der Arbeiter waren rund um die Uhr beschäftigt und fuhren sogar Doppelschichten. Unglaublich, aber bereits am 4. Juli 1955 gab Walt eine Independence Day Party in dem fast fertigen Disneyland. An diesem Abend konnte man das erste Mal ein Feuerwerk in dem Park sehen, nicht einmal ein Jahr nach dem Beginn der Bauarbeiten. Die Zeit der Wahrheit ist gekommen. Sonntag, 17. Juli 1955. An diesem Morgen steht Roy auf, nachdem er letzte Nacht kaum geschlafen hatte. Er weiß, dass Walt und ABC Network eine Live-Übertragung der Eröffnungsfeier geplant haben. Nie gab es so etwas zuvor. ABC musste 29 Kameras von anderen Fernsehsendern ausleihen und 80.000 Fuß Kabel, um 90 Millionen Menschen in Amerika die Möglichkeit zu bieten, bei der Eröffnung live dabei zu sein. Als er auf der Autobahn im Stau stecken bleibt, wird er nervös. Er fragt sich, ob Bauarbeiten vielleicht die Leute davon abhalten könnten, nach Disneyland zu kommen. Er kam langsam voran und konnte an nichts anderes denken, als an Walts mögliches Falschliegen, welches die Familie ruinieren würde. Als er kurz vor Disneyland war, realisierte er, dass es keine Bauarbeiten waren, die den Stau produzierten. Es waren die Menschenmassen, die alle zum Park wollten. Als er ankam, standen sie in der Sommerhitze Schlange vor den Toren. Reporter machten Interviews und glückliche Kinder tobten vor Freude darüber, bald das magische Königreich sehen zu können. Die Hitze war unerträglich und es gab keine Wasserspender. Die Toiletten waren überfüllt und überflutet. Der Müll lag überall herum, weil die Müllwagen es nicht schafften, ihn rechtzeitig auszuleeren. Die Menschen stürmten auf das Mark Twain Riverboat, einen Mississippi-Dampfer. 500 Menschen waren zu viel. Das Grunddeck wurde unter dem Gewicht überflutet. Im Park waren 28.000 Menschen, obwohl nur 18.000 hätten eingelassen werden dürfen. Am Ende des Tages, als Walt bewusst wurde, was geschehen war, schrie er die Bauarbeiter an, die zerstörten Dinge bis zum nächsten Morgen zu reparieren. Trotz des schlechten Eröffnungstages besuchten Tausende von Menschen Disneyland in diesem Sommer. Bis zum heutigen Tag wurden 700 Millionen Besucher gezählt. Walt genoss den Zauber seines Traums für 11 Jahre. 1966 starb er im Alter von 65 Jahren an Lungenkrebs. Doch sein Traum lebt bis heute weiter. Allerdings sind auch der Zauber und die Magie mit Walt verstorben. Und mit dem Enthüllen düsterer Geheimnisse kam auch eine Welle von abscheulichen und kriminellen Machenschaften. Kommen wir nun zu den dunklen Seiten des Walt Disney Images, welche dir das Blut in den Adern gefrieren lassen wird. Wir reisen noch einmal zurück in das Jahr 1931. Das Jahr, in dem ein schwarz-weißer Mickey-Kurzfilm mit unterschwelligen Szenen die Menschheit von damals amüsiert, doch die von heute verstört. Ein typischer Mickey-Film, oder? Bei genauerem Hinblicken sehen wir jedoch, dass die Art, wie Mickey die Löcher in den Käse bohrt, ganz sicher nicht jugendfrei ist. Wir wissen nicht, wie es dir dabei geht, aber wir haben erstmal keine Lust mehr auf Schweizer Käse. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs geschah etwas, das Disney ebenfalls lange zu verstecken versucht hatte. Damals machte Walt einen großen Fehler. Er beschloss, einen Propagandafilm zu produzieren, welcher eigentlich als Spaß gedacht war, doch wenig Spielraum für Scherze ließ.
In dem Film mit dem Namen Der Führer's Face ist Donald Duck als Arbeiter gezwungen, ständig die deutsche Grußformel Heil Hitler zu verwenden und das Buch Mein Kampf zu lesen. Walt dachte, es wäre eine gute Idee, während des Zweiten Weltkriegs und der Machtübernahme der Nazis mit diesem Spaß eine Anti-Nazi-Kampagne zu führen. Als der Krieg vorüber war, hatte Disney nur eine Möglichkeit, und zwar diesen Film so gut es ging aus dem Verkehr zu ziehen. Und das ist leider noch nicht alles. In etlichen ihrer zauberhaften Kinderfilme benutzten sie rassistische Darstellungen, um aus Minderheiten Profit zu schlagen. In dem 1941 produzierten Film Dumbo, der fliegende Elefant, bietet sich den Zuschauern die Szene einer regnerischen Nacht, in welcher Arbeiter das Zirkuszelt aufbauen und zu dem gespielten Lied fröhlich mitsingen. Sie sind alle gesichtslos und schwarz. Dieser Disney-Song enthält Episoden wie »Wenn andere noch im Bettchen sind, dann schuften wir bei Sturm und Wind. Selbst Regen ist uns einerlei und vielleicht bekommen wir für unsere Arbeit keinen Lohn. Was macht das schon?« Findest du es nicht auch ehrenhaft, von den Zirkusmitarbeitern hart zu arbeiten und keinen Lohn dafür zu verlangen? In Peter Pan bezeichnet Disney die amerikanischen Ureinwohner als Rothäute, wofür sich das Unternehmen Jahrzehnte später entschuldigen wird. Aber ist mit kühnen Erklärungen seitens des Konzerns alles wieder gut? Entschuldigungen oder Haftungsausschlüsse mindern nicht den Einfluss, den diese Szenen auf Millionen von Kindern genommen haben. Nachdem Walt 1966 verstorben war, übernahm sein Bruder Roy die Leitung des Disney-Unternehmens. Jedoch verloren die Investoren nach nur 5 Jahren das Vertrauen in ihn und kündigten ihn aus dem Konzern. Mit diesem Schritt war Disney 1971 den Konzernhaien hilflos ausgeliefert und eine Ära des Familienunternehmens ging zu Ende. Die Geldgier führte dazu, dass die neuen Führungskräfte Walts Konzept der Produktion veränderten und es durch ein System ersetzten, welches dem Profit von Nutzen war. In den 1980er Jahren brachte der damalige Vorstand Michael Eisner einen einflussreichen Hollywood-Manager in das Unternehmen, um es vor hungrigen Raubtieren der Filmproduktionsbranche zu schützen. Eisner revolutionierte das Disney-Konzept und füllte die Geldbeutel, besonders seinen eigenen. Im Jahre 1994 erhielt er über 203 Millionen Dollar Gehalt. 2005 übernahm ein neuer CEO das Unternehmen, sein Name Bob Iger. Wie ein Raubtier verschlang er nahezu alle Konkurrenten, begonnen mit Pixar, welches er für eine Summe von 7,4 Milliarden Dollar übernommen hat. Pixar war zu einer großen Bedrohung für Disney geworden und mit der Übernahme verschaffte Iger sich eine starke Position in der Unterhaltungsbranche. Gefolgt von der Übernahme der Marvel Studios holte sich Disney seinen Titel als größten Filmproduzenten zurück. Disney hat es geschafft, Konkurrenten auszuschalten und dadurch Milliarden von Dollar umzusetzen. Doch der moralische Bankrott sollte die Menschen bis heute erschüttern. Skandale, die in eine völlig neue Richtung liefen, sollten schon bald bekannt werden. 1993. Disney übernimmt den Konzern Miramax. Der damalige Hollywood-Produzent und Gründer Harvey Weinstein wird 2023 wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 16 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt werden. Es ist nicht das erste Verfahren und auch nicht der erste Schuldspruch. 2020 wurde er bereits zu 2 Jahren verurteilt, nachdem er eine Schauspielerin in ihrem Hotelzimmer vergewaltigt hatte. Somit hatte Harvey eine Gefängnisstrafe von insgesamt 39 Jahren für seine kriminellen und grauenhaften Taten erhalten. Die Kette der Skandale bei Disney scheint nicht abzureißen. Wo Träume wahr werden. Mit diesem Slogan wirbt das Unternehmen für Disneyland und erwähnt nicht, dass auch Albträume hier wahr werden können. Seit 2006 sind 42 Mitarbeiter des Vergnügungsparks in den USA wegen Kindesmissbrauchs und Kinderpornografie festgenommen worden. Disneyland als Tummelplatz für Pädophile? Das klingt nach einer Horrorstory, doch so einfach ist es nicht. Obwohl Disney in keinem konkreten Zusammenhang mit den Taten steht, muss das Unternehmen sich dafür rechtfertigen. Denn wo Kinder sind,
Da sind auch Kinder Schänder. Disney weist alle Schuld von sich. Wir wissen auch, dass der Konzern nicht jeden einzelnen Mitarbeiter auf Pädophilie testen kann. Doch was ist mit den unterschwelligen sexistischen Botschaften in ihren Filmen? Es gibt unzählige Berichte und Videos, in denen diese skandalösen Episoden aufgedeckt wurden. Beispiele gefällig? In Anbetracht dieser Bilder müssen wir uns folgende Fragen stellen. Warum versteckt ein millionenschwerer Konzern diese Art von Bildern in Filmen, die für Kinder gemacht sein sollten? Wie konnten wir alle Opfer dieser Bilder werden, ohne uns dessen bewusst zu sein? Und können wir unsere Kinder jemals wieder mit blindem Vertrauen einen Disney-Film schauen lassen? Bis heute fällt es uns schwer, uns ein harmloseres Unternehmen als Disney vorzustellen. Doch der Konzern wird seit kurzem von konservativer Seite heftig angegriffen. Fox-Moderatorin Laura Ingraham wirft Disney vor, Kinder zu groomen. Aber was meint sie wirklich damit? Erstmal ist groomen ein harmloser Begriff, der sich auf das Hundefrisieren bezieht. Benutzt man es aber im Zusammenhang mit Kindern, dann verliert es an seiner Harmlosigkeit. Was Ingraham nämlich damit ausdrückt, ist, Kinder für sexuellen Missbrauch vorzubereiten. Das kommt nicht von ungefähr, wenn wir an die unterschwelligen sexuellen Botschaften denken. Immer wieder kommen über die Jahre neue Vorwürfe wegen Vergewaltigung, Belästigung und Missbrauchs ans Licht. Ob Kinder, Frauen oder Kollegen, mittlerweile steht Disney gleich nach Hollywood ganz oben auf der Sexualverbrecherliste. Auch wenn das Unternehmen diese grausamen Vorfälle gern unter den Teppich gekehrt hätte, kommt die Wahrheit Stück für Stück ans Licht. Walt Disney. Ein Unternehmen, das viele Höhen und Tiefen gemeistert hat. Die Gründer waren Pioniere unserer Zeit und haben die Filmproduktion revolutioniert. Die Nachfolger haben mit ihrer Gier und ihrem Geiz dazu beigetragen, dass viele von uns Disney-Filme mit anderen Augen sehen. Nostalgische Erinnerungen und der Wunsch, wieder ein Kind sein zu können. Doch mit unserem Wissen und unserem Verstand scheint uns dies unmöglich geworden zu sein. Wenn dir das Video von Walt Disney gefallen hat und dir Lust auf mehr macht, dann lass es uns in den Kommentaren wissen. Mit einem Abo kannst du unsere Arbeit unterstützen, damit wir dich weiterhin auf die Reise in die Vergangenheit unserer Pioniere mitnehmen können.